Hallo, also man geht hier oben in diese Befehlszeile und gibt ein web.whatsapp.com und dann sieht man hier schon so einen QR-Code. Dann nimmt man das iPhone, geht in die WhatsApp-App, in die Einstellungen rein, klickt hier WhatsApp Web, geht ein bisschen runter, da steht QR-Code scannen, genau das wollen wir machen, gehen drauf. Halten das hier auf den QR-Code und dann summselt es schon. Da sieht man, passiert auch was. Und schon ist es passiert. Ganz einfach.